Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, und tatsächlich habe ich mir gerade ein Video angesehen, das mir Jugulias gesendet hat. Anscheinend gibt es einen Multiplayer-Mod für RimWorld, der Koop unterstützt. Und das sieht echt cool aus. Wäre mal eine Überlegung wert. So, aber jetzt gucken wir erstmal hier. Denn Dinom hat ein paar Kommentare geschrieben. Lesen wir mal ein vor. Könntest du bitte beim Billardtisch die Ecke links unter dem roten Teppich noch wegkloppen? Das sieht mir zu gedungen. Also ich nehme aus gezwungen aus, oder? Was soll das heißen? Egal, ich klopfe einfach weg. Müssen sowieso mal gucken, hier wegen. Dann kloppen wir die hier halt weg. Der kütt weg. Und Piratenhändler, nicht schlecht. Ich weiß, dass wir Materialien brauchen. Ich weiß nur gerade nicht, was für Materialien wir brauchen. Also Schiefer und Granit brauchen wir auf jeden Fall. Bauteile haben wir, glaube ich, sogar. Ich hoffe, wir können ein paar Sachen verkaufen. Aber in erster Linie brauchen wir Arbeitskraft. Wo bleibt Dr. Jod denn so lang? Ich weiß, die Doktoren hier sind hart beschäftigt, aber es ist keine Ausrede, hier den Piratenhändler warten zu lassen. Ich meine, der muss noch Leute plündern und so. So, der hat hier ein paar Flüchtlinge, die sind mir aber zu alt. Ein Lehrer. Was kann der denn? Oh, dann hätten wir unseren Forscher. Naja, er mag keine Frauen, das ist, hat einen eisernen Willen, aber wir hätten einen Forscher. Kaufen wir uns einen. Alter, der ist aber teuer. Also der ist teuer. Ja, ich verkaufe die Waffen hier nicht, die behalte ich. Außerdem gebe ich dir keine Piraten. Na gut, dann geben wir mal ein bisschen Geld aus. Wir haben jetzt unseren ersten Lehrer. So, kann der kämpfen? Naja, er kann ein bisschen was. Na komm, dann nimm das Reptilgewehr. Bevor du hier irgendwie was anderes machst. Dr. Reit, dir wird es jetzt besser gehen. Huch! Nee, nee, okay, warte. Der steht schon auf Stufe 1, aber eigentlich wollte ich dem erstmal die Klamotten zuweisen. Ne, damit der hier erstmal was Vernünftiges anzieht. Medizin wird er nicht machen. Aufsehen kann er mitmachen. Aufsehen wird er machen. Tierpflege, ja. Kochen, nee. Jagen kann er machen. Bauen, nee. Feldarbeit, nee. Bergbau? Ja, wenn du an nichts anderes zu tun. Oh. Du wirst unser Schmied. Das heißt, du darfst auch Handwerk. So, aber er wird halt hauptsächlich erstmal Forscher. Das heißt, er wird nicht tragen. Er darf, natürlich wird er auch Schmied. Also Schmied geht immer noch vor. Wir haben ja im Moment eh nichts zu schmieden. Aber er muss halt jetzt auch nicht tragen. Das ist jetzt eigentlich den Luxus, den er hat. So, aber wie heißt denn der Gute jetzt? Er wollte es mir noch nicht verraten. Gute Arbeit, gute Arbeit. Er hat direkt losgelegt und fängt an. Doktor. Hatten wir schon Blei? Hatten wir bestimmt schon, oder? Gold hatten wir nicht. Aber Gold ist lame. Wir haben halt Säuren. Wir haben ein Salz. Wir haben noch keine Lauge. NOH wäre jetzt zu simpel. Jetzt fällt mir noch eine Säure ein. Na komm, nehmen wir noch eine Säure. Und wer weiß, was ist? Phosphorsäure. So.
Und gucken, wie schnell forscht er. Langsam. Na komm, forscht mal schneller. Wo ist er hin? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Naja, wir haben aber noch genug Betten. Naja. Hallo? Kannst du nicht mal in Ruhe irgendwie was trinken? Ey, ich hab voll den Brand, ich weiß auch nicht. Wenigstens haben wir noch genug von dem Zeug hier. Ich bin am Überlegen. Dr. Salten, wer war das? War es Dr. Schwefelsäure? Nee. Das ist aber gut gelandet. Ach, guck mal hier. Wer war denn jetzt hier nochmal unser krassester Nahkämpfer? Oder ist er jetzt gestorben? Dr. Salzsäure war es tatsächlich. Guck mal, die haben wir ausgeschrieben, aber die nicht. Ja gut, Natriumchlorid war zu lang, Schwefelsäure war glaube ich auch zu lang, Phosphorsäure habe ich jetzt gar nicht ausprobiert. Gut, wunderschön ist dann so eine Ansichtssache, wenn wir die jetzt komplett in einen Roboter umbauen. Aber erstmal braucht die eine Waffe, ne? Das heißt, wir müssen mal anfangen, eine Schmiede zu bauen. Na, der braucht dann natürlich auch eine Schmiede. Wo bauen wir denn die Schmiede rein? Sollen wir hier rein? Das ist ja zu lame, oder? Die bauen wir irgendwo außen hin. Aber eigentlich wollten wir jetzt erstmal gar nichts bauen, damit die hier erstmal voran machen. So, wer ist nackt? Phosphorsäure. Wahrscheinlich fehlt ihm eine Hose. Ja, wer ist das überhaupt? Mann, Frau... Mensch. Männlich, okay. Dann mach mal eine Hose. So, wir brauchen aber noch zwei Hosen. Wir brauchen vier Parkas, vier Mützen, vier Hemden. Weil die verbrauchen hier so schnell können wir gar nicht nachproduzieren. Wir brauchen tatsächlich noch mal einen Händler, der hier voll macht. Theoretisch bräuchte man einen, der halt die ganze Zeit nur am Schneidern ist, ne? Naja, hier wird mal repariert. Gehen wir mal auf die Weite auf die Kommentare ein. Die roten Sessel finde ich cool. Die bringen richtig Abwechslung, Farbe in ihr Zimmer, wo wir gerade dabei sind. Ich hätte gerne Jade-Statue. Ja, Statue ist schön. Früher oder später können wir das machen, wenn wir einen wirklichen Künstler haben. Im Moment haben wir das ja nicht so mit den Berufen, dass die 100% ihren Beruf nachgehen, wie jetzt zum Beispiel Batman in Staffel 2 mit nur Schneidern. Im Moment macht das ja die Norm, ne? Also du machst das, aber halt nebenbei. Ich meine, wir können es priorisieren. Erstmal machen wir den jetzt weg, weil das wird jetzt hier er machen. Aber ich meine, so viel Bergbau ist da ja nicht. Problem ist halt, du hast ja noch Kochen davor. Gut, die Feldarbeit, die will ich nicht wegfallen lassen. Die ist nämlich wichtig. Aber gut, ich sag mal, wenn hier einmal alles weggekloppt ist, dann geht's eigentlich schnell, ne? Hier die Marmorwand, die hat mir noch ziemlich gut geholfen, als das Schiff hier gelandet war. Jugulias hat wieder Probleme, ist ja Standard. Zurückgewiesen von Dr. Salzsäure, wurde beleidigt, alles zusammen hier. Ist hier ein Dach? Naja, sehen wir jetzt, wenn Jugulias verschüttet wird. Schon wieder, ich glaube es hat... Ah, kacke, ey. Außer Jugulias, der ist am Arbeiten. Scheiße, das sind echt viele.
Oh, die buddeln sich hier durch. Wo bleiben denn die anderen? Du kannst was anderes machen. Dadurch gehen vielleicht nicht so die beste Idee. Vielleicht eine gute Idee, wenn wir von zwei Seiten angreifen. Weil, komm mal am besten von oben. Jetzt wäre es natürlich praktisch, wenn wir die Tiere dabei hätten. Gut, wir haben aber keinen, der die mitnimmt. Wo bleibt Julias? Okay, es geht los. Die Hülle braucht einfach zu lang. Drei Kolonien haben wir hier. Naja, wir haben Schieferbrock gehalten. Den Raum, den müssen wir komplett neu machen. Das komplette Innenleben ist da hier zerstört. Oh, guck mal, die sind beide am Cheaten. Die haben beide dieselben Karten, also einer von denen schummelt. Behandlung benötigt, Dr. Salzsäure. Ja, und wer versorgt jetzt Dr. Salzsäure? Krankheitsseuche, ja, super, ey. Julius hat's auch erwischt. Wie sieht's denn aus mit der Seuche? Leute, hier ist noch jemand. Eine Wundinfektion auch noch. Also hier, jetzt ist er jetzt hier. Okay, der hat keine Seuche. Was war mit Dr. Salzsäure? Hat Dr. Salzsäure Seuche? Hä, irgendwer? Ach nee, die Wundinfektion. Na gut, die Immunisierung schreitet gut voran. Wie sieht's bei der Seuche aus? Schreitet Immunisierung auch gut voran? Wer hat denn jetzt noch die Seuche gehabt? Schön, dass sie sich erweitern. Die produzieren im Moment ja schön Zeug. Ist ja schön. Warte, steht hier zum besten Lager tragen? Tatsächlich. Auf den Boden legen. Weißt du was? Hier machen wir jetzt zum besten Lager tragen. Das nimmt natürlich viel Zeit weg.
Aber das wird schon. Oh ja, hier musst du echt sauber machen. Ja, die Behandlung, ne? Klar, Wundinfektion ist so eine Sache. Versorgt uns aber schön mit Essen. Julius liegt noch. Dr. Salzsäure braucht auch noch seine Waffe. Und wir müssen mal ein bisschen Kleidung loswerden. Ich würde sagen, wir entsorgen mal die verunreinigte Kleidung. Also jetzt... Oh, das, also das ist doch bitter, dass der genau in der Basis die jetzt landen. Also das ist echt bitter. Gehen wir das auf den Piss, ey. Na toll, ey. Jetzt machen die hier drin alles kaputt. Ich glaube, es hackt. Ja, die bringen sich da drin gerade selber um. Dann kommen wir auf. So, offen halten, aufmachen. Das ist echt ein harter Kampf hier. Okay, jetzt sterben hier. Boah. Ach du Scheiße. Tod Eisbär 2, Tod Dr. Schwefelsäure. Was unser gesamtes Essen ist draufgegangen. Hier, das wird zu warm. Scheiße. Abreißen. Abreißen. Reiß die Tür ab. Tür abreißen. Raus hier. Die brauchen so lang zum Abreißen. Scheiße, Alter. Können die mal die Tür abreißen? Ey, wieso brauchen die so lang? Los, raus hier. Nein, ich kotz ein Strahl. Kann nicht einer hier die Scheiß... Boah, wer kann denn die Tür abreißen? Okay, jetzt müssen erstmal alle hier verarztet werden. Also das ist ja jetzt hier... Ja, medizinischer Notfall. Hier sind alle ein medizinischer Notfall.
Jetzt kommt ein Waffenhändler. Dr. Jod ist beschäftigt, schläft. Also das ist ja jetzt hier. Kann wieder geschlossen werden. Dr. Natriumchlorid ist gestorben. Scheiße. Drecksgame. Kann man nicht mal in Ruhe spielen, wird direkt hier wieder alles vernichtet. So, Menschenschlachten ist noch an. Scheiße, ey. Wir müssen erstmal sammeln. Wir machen jetzt erstmal, wobei das hier kann weg. Das kann weg. Energierüstung wäre schön, habe ich aber kein Geld für. So, wurden jetzt alle versorgt. Hier werden noch Behandlungen benötigt. Die Wundinfektion sollte kein Problem sein. Was mit der Seuche? Sollte auch kein Problem sein. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt gerade mal tragen. Für wen trägt er denn da gerade? Okay, das ist okay. Ja. Huskies bleiben. Ich sehe keine Huskies. Hier, okay. Wir haben einen Eisbär verloren. Gut. Oh, hier ist fertig. Da ist tatsächlich fertig. Dann machen wir hier mal auf. Keine Wildtiere. So, wer braucht jetzt alles wieder Waffen? Kreativer Name braucht wieder ein Messerchen. Was mit Dr. Salzsäure? Du nimmst das bessere Messerchen. Jugulias liegt noch. Dr. Jod. Okay, dann kann kreativer Name das Messerchen nehmen. So, was mit Dinorm? Kann auch eine Waffe nehmen. Erntet Reis. Er hat ein Reptilgewehr, okay. Die Jugulias heben wir natürlich hier das Energiegewehr auf. So, Sicherheit. Das Geschütz ist draufgegangen. Hier das komplette Feld. Ist kaputt. Ein Wutanfall, kann ich verstehen. War der hier? Wo stand die künstliche Sonne? Ich meine, die stand hier, ne? Weil wenn die hier steht, dann könnte die da unten gar nicht bedingsen.
Ich stell sie mal dahin. So, jetzt müssen hier natürlich auch wieder die Heizung rein. Und die Granittüren. Granit. Naja, haben wir nicht mehr so viel. Das hätte jetzt Priorität. Wem gehört denn jetzt die Waffe da? Dinum liegt auch. Na gut, wir kriegen jetzt natürlich überall die Lebensmittelvergiftungen. Weil das Ding hier noch nicht fertig ist. Einstellung kopieren. Einfügen. So. Sind wir mit Tragen durch? Machen wir jetzt, tragen die hier alles rüber. So, Dinum kann wieder, dann nimm du den. Herdenwanderung Ratten. Boah, das sind echt viele Ratten. Das sind schön viele. Wieso wehren die sich nicht? Das sind doch Ratten. Die sind doch aggressiv. Sind auf jeden Fall gute Schützen hier bei uns. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Essen. Ratteneintopf, wer kennt's nicht? Noch von früher? Der Ratteneintopf. Der altbekannte. Okay, ein paar haben sich vollständig erholt, das ist schön. So, dann würde ich sagen, machen wir mal Tragen wieder runter. Sollen wir die Huskies als Trägertiere ausbilden? Das sind alles männliche. Wir tragen sie auch, wir übernehmen sie als Trägertiere. Jugulias kann wieder stehen. Das ist schön, das freut mich. Dann kann er jetzt wieder gearbeitet werden. So, da die Menschen hier verarbeitet werden. Würde ich auch gern die menschlichen Leichen hier tragen. Also hier lagern und hier nicht. Also jetzt, also so langsam reicht's mir mit diesen scheiß Überfällen, ne? Schön. Schön. So gefällt mir das.
Sehr gut. Die Fallen haben sich gelohnt. Sehr gut. So habe ich mir das erhofft. So, jetzt sieht es aber so aus, als werden wir in die Basis auch Verteidigungstürme bauen müssen. Dieser Insektenbefall, wir haben keine Berserker, damit können wir nicht so gut umgehen. Wenn wir dann hier in die Gänge, bauen wir hier den noch einen weiter rein und setzen hier Geschützbatterien rein, dass wir die dann in die Gänge locken. Können wir machen. So, dann kommen hier drei Geschütze rein, hier kommt dann eine Sandsackblockade hin. Ja, das ist bitter jetzt. Jetzt werden die da gelagert. Wieso lagern die nicht hier? Habe ich hier irgendwas verpasst? Menschliche Leichen. Erlaube Frisches. Normal. Wie wäre es mit bevorzugt? Okay, das ging schnell. Die haben wahrscheinlich die Situation erkannt und haben direkt gehandelt. Okay. Wird gemacht. Ist natürlich keine Musterlösung. Wieso schlachten die nicht die Menschen? Achso, die sind jetzt mit den Ratten dran. Hatten wir hier Licht drin? Das sieht mir so dunkel aus. Komm, wir stellen hier mal eine Lampe rein. Ja, dass jetzt Nacktheit herrscht. Oh, aber tatsächlich nicht so, wie ich es mir gedacht hätte. Ich dachte, die Nacktheit wäre jetzt hier viel größer. Okay. Naja. Unsere Grabkammer ist schon fast voll, ey. Das ist ja krass. So, kannst du in den Fluren nicht Holzböden und Teppich auslegen? Also nicht in allen, versteht sich. Du wolltest doch die Idee mit zwei äußeren Streifen und dem zwei breiten Mittelstreifen umsetzen, oder? Ja, wollte ich schon. Aber im Moment habe ich eigentlich andere Sachen als Priorität vorgehabt. Der ist böse. Hier liegt noch eine Ratte, die wir übersehen haben. Ja, da hier jetzt endlich zu ist, können wir die ja jetzt verbinden. Ja, wie wir das jetzt mit dem Boden machen. Hier immer den Übergang. Wir können verschiedene Böden machen. Holzboden, müssen wir gucken, wie viel Holz wir haben. Wir haben ein bisschen Holz, ein bisschen habe ich gesaved. Vorratskapseln. Hier ist schon mal das Jade für die Jadestatue. Wir gehen nochmal auf den Trägertag. Weil ja jetzt doch hier wieder viel Zeug rumliegt. Machen wir jetzt hier also an die Ausgänge machen wir jeweils immer
Hier ist gar keine Tür. Die Nummer hat sich eingeschlossen. So, jetzt machen wir erstmal hier die Türen. So. Jetzt haben wir hier den roten Teppich mit Holzboden. Was machen wir denn hier für besonderes Muster rein? Ah, der Boden wird aber teuer, ne? So, der innere Ring wird nicht funktionieren. Hier machen wir das genau wie bei dem anderen, damit man den Bodenunterschied dann erkennt. Immer da, wo so eine Bodenüberfläche geht, machen wir so eine Verengung. Also müssten wir auch hier eine machen. Denn hier kommt ein anderer Boden hin. Ja, weißt du, komm, den bauen wir einen weiter nach oben. Hier haben wir es schon. Hier haben wir es auch. Hier brauchen wir noch. So, der innere wird nie was. Och Leute. Und oben. Sollte kein Problem sein. Muss ich mir, glaube ich, nicht angucken. Wir haben zum Glück die Fallen ausgelegt. Wo waren wir denn jetzt hier? So, die starten ihren Angriff. Was? Achso, die wurden als zwei unterschiedliche Dings gemeldet. Naja, die können ja ruhig ihren Angriff starten. Sobald die durch die Dings laufen. Ja, guck hier, die sind schon weg. Okay, sie kommen. Zack. Erledigt. Perfekt. So, Tragetag vorbei. Okay, der kann wieder angepflanzt werden. Was hier vorher angepflanzt wurde, tatsächlich habe ich vergessen. Im Moment haben wir Kartoffeln. Hier oben haben wir eine große Reis- und eine Maisfarm. Ja, Kartoffeln lassen wir da mal. Wir haben zwei Leute, die nackt sind. Okay, was fehlt denn denn? Also Dinom und Phosphorsäure. Hose. Hose. Und wir sind hier Hosen am Produzieren. Also es ist zumindest angegeben. Das heißt, wir priorisieren mal auf 1.
Aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen Menschenfleisch. So, eine Kopie bauen. Wo war hier das Bett? Ach, wir müssen diese Dinger erstmal wieder neu installieren. Da war ein Tisch. Wo haben wir denn hier einen Tisch? Irgendwo müssen wir... Hier ist ein Tisch. So, Kopie bauen. War hier auch ein Sessel? Keine Ahnung, wir bauen hier jetzt einen Sessel hin. Ich meine, hier war das Bett. Dr. Jod hat Hunger, dann ess doch was. Eigentlich genug für alle da. Ja gut, mit den restlichen Böden müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir es erstmal so. Gut. Du hattest eh schon zu viele Leute. Nee, Spaß. Aber ich verstehe auch dein Vorgehen nicht. Die haben fette Plasmagewehre und du läufst erstmal voll aggressiv auf die zu. Ich lese das mal weiter. Bleib doch einfach hinten, scheiß doch auf die Geschütze, Material geht nicht vor Menschen, sondern andersrum. Bleib einfach in Deckung das nächste Mal und warte, bis die kommen. Sag das mal den Amerikanern. 48, nee. Wir brauchen jetzt zwar wieder Leute. Was fehlt uns jetzt eigentlich? Wir haben wieder nur einen Tierpfleger. Wir haben immer noch keinen Künstler. Aber jetzt werden hier die Menschen geschlachtet. Ich dachte, die werden nur hier geschlachtet, die Menschen. Hier ist jetzt auch Menschen. Machen wir weg. Die Menschen sollen nur unten geschlachtet werden. Und hier soll auch kein Menschenfleisch gelagert werden. Das Menschenfleisch soll auch nur unten gelagert werden. Ja, jetzt haben wir aber wieder ziemlich viele Klamotten. Die Verunreinigten werden jetzt direkt verbrannt. So, wir haben eine Hose, also eigentlich dürfte keiner mehr nackt sein. Gut. Müssen auch unbedingt wieder normale Tiere bekommen. Ein Polarwolf. Mal gespannt, wer sich um den kümmert. Na, wer kommt? Dr. Magnesium macht es. Guck mal, ob ich eingreifen muss. Okay, ich muss eingreifen. Weil die Folge ist vorbei und ich will den aber noch in Sicherheit killen, bevor noch irgendwie was passiert. Jetzt nehmen wir alle. Komm, wehr dich. Wehr dich. So, lass den in Frieden.
Dinom regelt das jetzt hier. Wirst du den jetzt mal angreifen? Nein! Oh, Dinom! Lass den doch da rumlaufen, ist doch nichts dabei. Töten. Gehst jetzt dahin und tötest den. Gute Arbeit. So wollte ich das sehen. Gut, dann würde ich sagen, war es das für die Folge? Ich sag, ist ja egal. War es das für diese Folge? Oh, jetzt geht uns das Essen aus. Na gut, zum Glück haben wir einen Polarwolf gekillt. Vielleicht müssen wir einen Husky wegnehmen. Wir haben zwar viel Menschenfleisch. Ja, müssen wir mal gucken. Gucken wir in der nächsten Folge. Auf jeden Fall, bis dann. Ciao!